Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warcraft 3. Ich bin Ram und heute spiele ich ein 1 vs 1, habe mich für Undead entschieden und mein Gegner spielt Random. Wir treffen auf der Map verborgener Hügel aufeinander und ich werde versuchen, dieses Game mit Mass-Gruelen zu gewinnen. Im letzten Game habe ich ja schon Mass-Grunts gespielt. Ja, in diesem Game versuche ich es halt mit Mass-Ghoulen. Das ist jetzt nicht so außergewöhnliches. Ich habe schon auch einen Ghoul-Rush gespielt. Dort kann ich nicht mein Schicksal ist besiegt. Aber mal sehen, ist eine ja doch relativ weite Map. Relativ, sage ich. Brauche doch ein Stückchen darüber. Und ich habe halt keine Ahnung, was der Gegner so spielt. Die verdammt und ich werde es machen wie auch im letzten Game. Also ich werde auf jeden Fall Mass-Ghoule spielen. Versuche damit zu gewinnen. Im letzten Game war es ja ganz schön eng. Da der Gegner dann tatsächlich auf R gegangen ist. Und dann ist die Challenge so nicht mehr zu schaffen. Also da gerade noch so. Aber in jedem Fall kann man das nicht sagen. Und sollte es soweit kommen, dass der Gegner beispielsweise auf R geht, werde ich dann switchen, entweder auf Fiends oder auf Gargoyles. Mein Leben für Ner'zhul. Und versuche das Game dann noch zu gewinnen. Allerdings ist die Challenge dann gestorben. Weil, Herausforderung heißt ja Mass-Ghoul. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und da werde ich als Helden auch den Schreckenslord zuspielen. Spiele ich ja auch an sich sehr, sehr gerne. Und in Kombination halt mit Mass-Ghoul. Richtig geil wegen der Aura. Und wir haben einen Ork. Ja, das macht die Sache nicht einfacher. Denn Orks können halt recht einfach dann auf Mass-Wyvern switchen. Spielen ja gegen Undead auf jeden Fall mindestens ein Beastry, wenn nicht sogar zwei. Aber mal sehen. Errichtet mehr Tigur. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Als gegnerischer Held wäre der Blade Master ganz lustig. Der könnte da nicht so viel ausrichten. Die Nachricht muss so, halt da. Es ist mehr Gold. Direkt mal die Aura geskillt. Was ist das diesmal? Ein paar Skelettzauberstäbe mitnehmen. Und dann go. Was, Sterblicher? Seid gegrüßt. No. War das etwa ist doch schon verschwunden Idee? Hier. Sterbt. Was, Sterblicher? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Seid gegrüßt. Was ist das diesmal? Stunden der Ogerstärke. Ich muss bald jagen. Immer sehr gerne. Wohlan denn? Was ist los? Was ist das diesmal? Mal ein paar mit drüber schicken. Einverstanden. Einverstanden. Mein Leben für Ner'zhul. Und dann gleich mal versuchen zu expandieren. Seid gegrüßt. Ich muss bald jagen. Ich wünsche nur zu dir. Was, Sterblicher? Was ist das diesmal? Kann man Skelette beschwören. Und, okay, der kommt nicht weg. Euer Befehl. Stufe 2 erreicht. Kräfte werden angegriffen. Und vorne zweite Gruft. Was? Oh, bringt ja Regeneration. Seid oh, sehr nice. Kann ich noch mehr mit ihm tanken? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ja, da kommt er mir entgegen. Das ist das, was ich jetzt nicht gebrauchen kann. Seid gegrüßt. Okay, er geht auf Mass Headhunter.
Dagegen sind Hühle nicht schlecht. Beschwörung ist abgeschlossen. Gerade später mit dem Frenzy Upgrade. Verdammten stehen bereit. Euer Wille geschehe. Bauen wir erstmal einen Tower aus. Das ist erst am wichtigsten. Ich muss bald jagen. Die verdammten stehen bereit. Er kommt auch nicht weg. Oh, der Stomp ist böse. Also der TC eigentlich der perfekte Counter jetzt gegen mich. Ah, die kommen alle nicht weg. Wo soll mein Blut vergossen werden? Die Verdammten stehen bereit. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Was? Sterblicher? Ausbau abgeschlossen. Ja, mit dem Fokus killt er mir einen Ghoul nach dem anderen. Mal sehen, kriegt ein Surround zu. Nein. War das etwa eure Idee? Nächster Versuch. Der Tod. So, jetzt habe ich ihn. Portet auch direkt. Ich denn wenigstens noch. Nein! Okay, aber den anderen Headhunter und Teleport ist raus. Wohl an denn? Ja, ja, habe ich meinen Surround zugekriegt. Ich wünsche nur zu dir. Bist du verrückt? Was, Sterblicher? Unsere Streitkräfte werden ich angegriffen. Es ist mehr Gold Willen. Erforderlich. Mein Schicksal ist besiegt. Die Verdammten stehen durch. Ich muss bald ja. Jetzt hat er halt gesehen, dass ich auf Maskule gehe. Was ist das diesmal? Ja, und jetzt könnte das Problem kommen, wenn er jetzt wohl auf Mas Wyvern switcht. Also ich muss eigentlich bald einen Go machen. Meine es ist mehr Gold erforderlich. Und ich brauche eine dritte Gruft. Was, Sterblicher? Was ist das diesmal? Das sind jetzt nicht so viele. Ich gehe mal bei seiner Echse vorbei. Er hat ja gesehen, dass ich expandieren möchte. Und vielleicht versucht er das jetzt ebenfalls. Meine Sicht mehr Gold erforderlich. Wo soll die mein Schuh vergossen werden? Geschlossen. Seid gegrüßt. Jo. Ah, schade, er hat noch nicht angefangen. Jetzt doch. Das war mein Plan. Ich hungere. Versuchen in die Backline zu kommen. Ich muss bald jagen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Einverstanden. Es ist mehr Gold erforderlich. Seid gegrüßt. Ein bisschen was kriege ich jetzt vor. Was ist das diesmal? Ja, es war zu spät. Der stirbt noch, der stirbt auch noch. Was ist das diesmal? Was ist los? Was, Sterblicher? Ich muss bald jagen. Seid gegrüßt. Jetzt kriege ich aber doch einiges tot. Ich hungere. Was Spachtel? Seid gegrüßt. Es ist mir ich Gold muss erforderlich. Mehr Ziegurat. Was ist los? Euer Befehl. Was ist das diesmal? Ah, dammit. Jetzt hat er die ersten drei Mann. Das ist etwa eure Idee. Ich habe noch versucht, das Beast Street zu zerstören, aber. Errichtet mehr Ziggurats. Jo, jetzt muss ich stiften gehen. Und dann schnell in den Tag kommen. Wie ich denn? Ah, nein. Es ist mehr Gold erforderlich. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist los? Errichtet mehr Ziggurats. Kann er sich einen Heiltrank holen? Es ist mehr Gold erforderlich. Was, Sterblicher? Eigentlich muss ich gleich ein Rigo machen. Diesmal? Aber das Problem halt. Die Beschwörung ist was, abgeschlossen. Ja. Dass er schon Weibern hat. Und die wird er jetzt wahrscheinlich auch weiter pumpen.
Also ab in den Tech. Und dann Maskargolds. Ich werde es aber nochmal versuchen. Ihm vielleicht da unten die ganzen Burrows killen. Dann kann er halt wenigstens nichts nachproduzieren. Seid gegrüßt. Forschung abgeschlossen. Was ist das diesmal? Erstmal gucken. Nee, hat er nicht frei gemacht. Was? Wisst ihr was, dann machen wir das. Was? Sterblicher? Stufe 4. War das etwa eure Idee? Stufe 6 wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn ich die erreiche. Ultimate vom Schreckenslord ist ja die Höllenbestie. Ja gut, jetzt ist er bei mir oben in der Base. Aber okay, ich muss den Go wagen. Abgeschlossen. Er hat auch direkt die Burrows besetzt. Aber wie schon gesagt, ich muss es wagen. Es ist mehr Gold erforderlich. Errichtet mehr Ziggurats. Zurückporten würde wenig Sinn machen, da ich halt nichts gegen die Weibern machen kann. Ich muss bald jagen. Errichtet mehr Ziggurats. Er hat sich auch zurückgezogen. Was ist das diesmal? Errichtet mehr Ziggurats. Was, Sterblicher? Es ist mehr Gold erforderlich. Was ist los? Seid gegrüßt. Was ist das diesmal? Abgeschlossen. Einverstanden. Sie darf wieder schlafen gehen. Seid gegrüßt. Das war mein Plan. Ich muss bald jagen. Nee, okay. Jetzt muss ich raus. Es ist mehr Gold erforderlich. Meine Gule kloppen da immer noch weiter. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Die Verdammten stehen bereit. Aber er kann halt im Moment nichts produzieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Außer muss er erstmal jede Menge Arbeiter nachbauen. Die Verdammten stehen bereit. Was ist das diesmal? Das Huhn geht mir schon die ganze Zeit auf Eier. Verstanden. Darf man das sagen auf Eier? Ja, ne? Ja. Die Verdammten stehen bereit. Ah, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen zurückhalten. Bereit. Sollte es jetzt zum Fight kommen, bin ich auf jeden Fall unterlegen. Das war mein Plan. Jetzt brauche ich gleich nur das Teleport. Wohlan denn? Okay. Ich kann nur wieder runtergucken, ob er expandiert hat. Ich wünsche nur. Und wenn nicht, dann sind dienen. Wir jetzt mal so ein bisschen Schlingel und bauen selbst da unten eine Echse auf. Er hat dann ja nur noch die Möglichkeit, in der Mitte zu expandieren. Sieht man, glaube ich, auch nicht so oft, dass ein Undead gegen einen Ork so aggressiv spielt. Meistens ist es ja wirklich andersrum. Wohlan denn? Das war mein Plan. War das etwa eure Idee?
Okay, erstmal den Shop killen. Das mache ich aus dem Grund, damit er keine Batrider bauen kann. Cover ready. Ah, da kommt er von hinten. Nee, ich glaube auch, das wird next. Praktisch hier ist schon Stufe 5. Und trotzdem Batrider. Na gut, der kann höchstens schon im Bau gewesen sein. Oder er hat irgendwo noch einen zweiten Shop, aber das wäre ja eigentlich. Ja, obwohl Orks machen das ja manchmal. Denn war das etwa eure Idee? Ich hungere. Jetzt kriege ich auch einen Survivor tot, aber da hat er schon wieder ein Bett weiter. Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwo muss er noch einen Job haben. Komm, krieg ich den Shadowhunter? Ah, wieder noch ein Deal Wave. Ne, muss ich versuchen rauszukommen wieder. Macht keinen Sinn. Was ist los? Krieg ich leider noch nicht klein. Naja, definitiv keinen Shop da unten. Einverstanden. Wartet drüben vor meiner Base. Wohlan denn? Ich beuge mich eurem Willen. Bin schnell weg. Ne, es sind zu viele Weibern. Mein Leben für Ner'zhul. Was ist los? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Alle rüber. Jedenfalls was darüber kommt. Und ich versuch's mit dem nächsten Willen. Go. Ja, Meister. Das war mein Plan. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Der Tod wütet. Forschung abgeschlossen. Ah, Gaugamels sind halt nicht wirklich stark gegen Gebäude. Aber wir können den Shop wieder killen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Und da kommt der Akolyt runter. War das etwa euer? Stufe 5. Der Tod wütet. Ab von hinten kommt er. Wohl an denn? Soll komm, mein Blut schnell expandieren werden. Hier unten. Euer Befehl, Meister. Mein zwei Stunden Felden. Das war mein Plan. Aber meine Gargoyles jagen das die Weibern. War mein Plan. Und jetzt halt das Schöne, dass er keine Batrider mehr hat. Einverstanden. War das etwa eure Idee? Versucht noch zu flüchten. War das etwa eure Idee? Nee, aber so viel kann ich jetzt auch nicht mehr ausrichten. Wohlan denn? Muss ich auch erstmal weg. Versuche ihn halt mein Plan. Ich wünsche von der Echse, die ich da unten errichten möchte, wegzuziehen. Jawohl. Stirbt auch noch. Hat er, naja, die Burrows und den Shadowhunter noch als Anti-Air. Aber halt zwei Level 5 Helden und das der TC und der Shadowhunter. Das ist schon heftig. Dagegen mit Gargoyles zu gewinnen. Puh. War das etwa eure Idee? Wohl mal gucken. Er darf halt unten nicht bemerken, dass ich da auch expandiere.
Frosch killen. Das war mein Plan. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein paar Skelette beschwören und die Beschwörung ist erstmal alles hochheilen. Ich wünsche nur, es ist mehr Gold erforderlich. Einverstanden. Ich wollte eigentlich erst den Krieg noch machen, stehen bereit. Aber da spare ich mir. Druck machen im Moment viel wichtiger. Das er darf halt keinen neuen Shop bauen. Das gilt es unter anderem. Ah, da, da. Nee, ist wieder nur im Bau. Es ist mehr Gold erforderlich. Und jetzt versucht das mit Raider. Einverstanden. War das etwa eure Idee? Ich die Verdammten stehen bereit. Das war mein Plan. Oh, und mit dem bösen Hero-Fokus auf meinen Arm. Schreckenssort. Das war mein Plan. Ich beuge mich eurem Willen. Aber die Echse ist durch. Wohlan denn? War das etwa eure Idee? Killen wir den Akten, egal. Die Verdammten stehen bereit. Das Teleport. Das sind jetzt doch schon einige Gargoyles. Forschung abgeschlossen. Es ist mehr Gold erforderlich. Das war mein Plan. War das etwa eure Idee? Euer Befehl, Meister. Mal sehen, oben bei mir hat er nicht expandiert, das würde man mein sehen. Mein Schicksal ist besiegelt. Also kann er höchstens in der Mitte da eine Echse aufgebaut haben. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Aber eigentlich kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich habe ihn bis jetzt so unter Druck gesetzt und er brauchte eigentlich das ganze Gold. Einverstanden. Wohlan denn? Einverstanden. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestört. Jetzt ist er oben. War das etwa eure Das ist Idee? Also meine Chance, danach zu gucken. Nee, hat er nicht. Also das war mein Plan. Brauche ich nur noch seine Basis zu zerstören und habe die Runde gewonnen. Na, was heißt war nur noch? Das etwa eure Idee? Gegen den Level 5 PC. Ah, und er greift meine Mainbase an. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Komm, komm, komm. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, Meister. Er hat zwei Tower. Das ist nicht so schön. Ungläubige haben unsere Streitkräfte werden angegriffen. Na, ich brauche unbedingt den neuen Spielhof. Der Tod wütet. Es ist mehr Gold erforderlich. Sterb. Level 6. Ganz, ganz wichtig jetzt. So, jetzt aber zacke ich hier die Ultimate. Und jetzt kriege ich auch die Tower down. Mein Leben für Ner'zhul. Bauen wir hier unten neu auf. Dort kann ich nicht beschwören. Euer Wille geschehe. Wir haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich hungere. Wohl an denn. Okay, und jetzt muss er sich eigentlich beeilen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Verteidigung gestürmt. Puh. Euer Befehl, dort kann ich nicht beschwören. Weiteres Ziggurat, falls ich mich auch gleich zurückziehen muss. Boah, er hat hier nämlich schon so gut wie alles down gemacht. Brauche ich doch um einiges länger. Aber mein Vorteil halt, ich habe noch Goldeinkommen. Der Tod wütet. Wo soll mein Blut Und ich glaube, er werden? Weiß es nicht mal.
Er hat jetzt, er versucht das nur im Base Race. Also, nee, nicht Base Race, ist falsch. Also er versucht meine Basis zu zerstören, bevor ich seine zerstört habe. Das gelingt ihm natürlich auch mit Raidern, da ist er um einige schneller. Aber er denkt halt, dass er dann gewonnen hat. Und dem ist nicht so. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ich hungere. Sterbt. Ich könnte Fließpunkte, aber das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich jetzt bei Gargoyles bleiben. Wenn die Strategie schon nicht ganz aufgegangen ist mit die Beschwörung ist abgeschlossen. Ein Gargoyle schicke ich mal hoch. Der soll gucken, was der Gegner so treibt. Da ist er. Okay. Und was heißt das für uns? Nee, er zieht sich doch wieder zurück. Minimap. Mal schon drauf achten, aber ich gehe jetzt trotzdem erstmal zurück. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da in der Mitte. War das etwa eure Idee? Ich will ein neues Hauptgebäude aufbauen. Ultimate dauert noch. Das war mein Plan. Jetzt 15 Sekunden. Abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Hat er meine Teufelswache gekillt? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Sterbt. Ausbau abgeschlossen. Einverstanden. Ach, nee, kommt da. War das etwa eure Idee? Ich hungere. Versuchen, die Raider zu killen. Ich hab noch einen Heiltrank und einen TP, er versucht es jetzt mit dem Hero Kill. Schnell, schnell. Und sofort porten, sobald ich hier aus dem Hex raus bin. So. Nicht, dass er mich doch noch kriegt. Das war mein Plan. Ja, zerstören wir erstmal da drüben. Wenn ich die Ultimate jetzt hochschicken würde. Ausbau abgeschlossen. Dann, also die Teufelswache, dann würde er die sowieso gleich wieder killen. Würde dadurch nur noch Erfahrung bekommen. Wo denn? Da kommt er. Das war mein Plan. Ich hungere. War das etwa eure Idee? Gibt's nochmal eine Healwave? Teufelswache macht einen guten Job. Jetzt schicke ich sie da wieder hoch. Einverstanden. Teleport habe ich dabei. Jetzt kann ich mit allem hochgehen. Das war mein Plan. Wohlan denn? Es ist mehr Gold erforderlich. Shadowhunter hat fast keinen Mana mehr. Der Tod wütet. Es ist mehr Gold erforderlich. Jo, der Raider kommt auch nicht mehr raus. Yes, und somit hat er als Anti-Air nur noch den Shadowhunter im Moment. Das war mein Plan. Nochmal zwei Ghule. Gargoyles. Ja, versucht's noch mit allen Mitteln. Aber da geht, glaube ich, nicht mehr viel für ihn. Jawohl. Puh, und jetzt kommt das GG. Aber so ist das eben. Ghoul-Strategie ist schön und gut. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber sobald der Gegner auf R geht, ja, kann man halt nur mit Ghoulen fast nicht mehr gewinnen. Oh, guckt euch die erstellten Einheiten an.
Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Ram.